Ich kann dir praktisch und gastronomisch nur helfen, wenn ich dich und deine Mitarbeiter arbeiten sehe. Mhm. Von daher werden in circa 2 Stunden 25 Testesser kommen und werden hier essen und werden ihr Urteil abgeben. Das ist eine Herausforderung. Ja, mach mal was. Also, ich suche das Menü raus. So wie? Was wir wollen. Was ihr wollt. Genau. Okay. Was du für richtig hältst. Weiß nicht, ruf deine Leute an. Los geht's. Mach ich. Die Herausforderung steht. Ein 3-Gänge-Menü für 25 Gäste muss vorbereitet und serviert werden. Inhaberin Nicole versucht, ihr Personal zu erreichen. Sag mal, Petra, könntest du mal hoch ins Restaurant kommen? Hast du gerade Zeit? Es ist wichtig. Kommst du mal hoch, bitte? Die andere geht nicht ran. Die Chefin kann ihre Servicekraft nicht erreichen. Binnen kürzester Zeit ist zumindest Köchin Petra am Start. Als kleine moralische Verstärkung hat sie Nicoles Tochter Kim mitgebracht. Hallo, was gibt's denn so Dringendes? Hallo. Schön, dass du schnell ging. Hey, meine Schnecke. Na? Hallo, die süße Maus. Ja, was gibt's so Dringendes? Der Herr Frank Rosin ist da, Petra. Aha. Ja, in 2 Stunden kommen 25 Mann zum Essen und man soll ein Menü schicken. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Lass uns gar keine Zeit verstreichen. Fang einfach an. Okay? Okay. Du ziehst dich um? Ja. Und dann treffen wir uns in der Küche. Gut. Okay? Komm her. Dich habe ich in die Kinderecke mittlerweile. Ist das okay? Hab ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Es war schon ganz schön aufregend. Also dafür geht es dann aber doch relativ entspannt an die Menüplanung für den heutigen Abend. Scheinbar ist hier ein eingespieltes Team bei der Arbeit. 3 Gänge, ja. 25 Mann, 16 Uhr sind sie da. Ich hätte jetzt an eine Pilzsuppe gedacht, haben wir ja da, also brauchen wir nicht mehr viel machen. Beim Hauptgang hängt's. Wie viel haben wir noch Rouladen da? Keine 25. Nee. Die Spätzle reichen auch nicht mehr, ne? Da ist noch ein Beutel da. Der Warenvorrat scheint nicht allzu groß zu sein. Das deutet auf frische Zutaten, eine frische Küche hin, aber leider auch auf wenige Gäste. Hi. Hallöchen. Hallo. Ich bin der Frank, grüß dich. Ich bin Petra. Petra, grüß dich. Was macht ihr gerade? Besprecht ihr das Menü für gleich? Wir besprechen das Menü, genau. Okay. Jawohl. Was gibt's denn? Lass mal gucken. Pilzrahmensuppe, Sahnehäubchen, Baguette. Schweinerahmen geschnitzeltes zum Hauptgang. Mhm. Vanilleeis plus Himbeeren und Sahne. Gut. Ob es wirklich gut wird, das wird das Testessen am Abend zeigen. In Windeseile beginnt Petra mit den Vorbereitungen für die Pilzsuppe. Der Sternekoch nimmt derweil das Speisenangebot des Traditionshauses unter die Lupe. Rund 30 Gerichte. Auch die kleine Karte steht für frische Küche. Allerdings wirkt das Angebot, naja, eher einfallslos. Kräuterbaguette mit Kräuterbutter, Käse und Gurkenfächer. Hört, hört. Ausgemachtes Würzfleisch mit Toast. Ich bin mir sicher, dass in der Region überall genauso gekocht wird wie hier. Ja? Also, dieses Restaurant hat kein Alleinstellungsmerkmal. Tradition waren, okay. Aber die Küche, die muss sich schon mal ein bisschen entwickeln. Hm? Was sich auf jeden Fall entwickelt, ist das Schweinegeschnetzelte für die Hauptspeise. Chefin Nicole unterstützt ihre Köchin tatkräftig und hat eine Idee. Die Pilzrahmsuppe, können wir die auch klar lassen? Also das ist zweimal Rahmen. Wir haben ja Schweinerahmgeschnetzeltes und Pilzrahmsuppe. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, wie es meinst. Kann man das? Geht das auch? Dann kriegst du aber nie gebunden. Wie soll ich denn die dann binden? Ach so, du meinst das klare Brühe oder was? Ja. Müssen wir mal gucken. Eine klare Pilzrahmsuppe? Ja, Sie haben richtig gehört. Eine klare Pilzrahmsuppe. Wie das gehen soll? Und vor allem, ob das schmeckt. Der Sternekoch jedenfalls scheint davon nicht allzu überzeugt zu sein. Wenn ich mir vorstelle, eine klare Pilzsuppe mit Wasser, Salz und Mischpilzen anzusetzen. Und das soll es dann gewesen sein. Abenteuerlich. Und das Abenteuer geht beim Schweinegeschnetzelten weiter. Köchin Petra bereitet einzelne Portionen für etwa 5 bis 6 Gäste jeweils in einer Pfanne vor. Pfannen. Wie gekocht hier. Petra, eins verstehe ich jetzt hier nicht. Warum machst du das jetzt hier so nach und nach? Hast du das völlig jetzt noch mal? Du hast doch hier so viele Platten. Na, die 2 funktionieren ganz wenig. Also
halbe Temperatur, ja, weil die zwei hier volle Pulle sind. Ach du meine Güte. Aber du und so mache ich das jetzt immer. Jeden Tag? Systematisch. Wenn ich so mehr habe, Leute, dann mache ich meinen Dämpfer an. Mein Gott, ist das eine Arbeit. Das gibt's ja gar nicht. Na, so, was machst du jetzt mit dem Geschnetzel hier? Das oder tue was ich du da jetzt machst? Hier in meinen Dämpfer rein, zum ja. Warmhalten, dass es nicht kalt wird. Zum Warmhalten? Ja, ich musste ja irgendwie, dann die 25 Mann wollen ja auch warmes Essen haben und kein kaltes. Ach, das ist jetzt schon fertig? Das ist soweit jetzt fertig. Fertig? So sieht Geschnetzeltes à la Hirsch aus. Zwiebeln und Fleisch anbraten, Sahne drüber und fertig. Und dazu wird Reis serviert. Ob die eher simple Hauptspeise die Gäste überzeugen wird? Inzwischen ist Nicoles Servicekraft eingetroffen. Hallo? Hallo? Guten Tag, komm mal zu mir. Wer bist du? Silvi. Silvi? Hallo. Du bist ja ganz rot. Oh je. Arbeitest du hier? Ja. Was machst du hier? Kellner. Ja. Ja? Machst du eine Ausbildung oder bist du schon nee, fertig? Nee, ich bin fertig. Bist fertig? Seit 6 Jahren. It's going. Nee, ich wollte die Zeit drängen. Ich wollte gerne, dass das Silvi die Tische eindeckt. Dass das fertig ist, wenn die Gäste. Wir können uns noch später noch unterhalten. Alles klar. Das wäre ganz nett. Machen wir. Okay, danke. Super. Während Silvi im Hirsch für solide, gutbürgerliche Gastlichkeit sorgt, will der Sternekoch die Jüngste im Bunde endlich kennenlernen. Nicoles 6-jährige Tochter Kim. Da, 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 da. Herd von Freunden und auch die anderen Pferde wie Hirten laut. Okay. Sag mal, wie alt bist du? 6. 6 Jahre? Und wie lange kannst du schon so toll lesen? 4. Echt? So lange kannst du schon ja. so toll lesen? Ja. Wow. Mit dem Lesen kann sich Kim selbst beschäftigen. Denn ihre Mama hat leider selten Zeit für die Kleine. Das ist eigentlich ganz schön traurig. Bloß Montag hat sie Ruhetag. Gibt es etwas, was du dir ganz doll wünschst? Dass die mehr Zeit für mich hat. Doch Zeit mit der Mutter ist nicht das Einzige, was Kim entbehrt. Aufgrund der Misere im Hirsch muss sie auch viel zu oft auf neue Spielsachen verzichten. Richtig doof. Denn meistens ist es, da kostet das für die Mama zu viel Geld. Mhm. Und verstehst du das dann? Ja. Frank Rosin ist beeindruckt von der Einsicht der kleinen Kim. Ein 6-jähriges Mädchen. Was schon so gut reflektieren kann. Nicht nur, dass sie schon lesen kann, sondern dass sie im Grunde genommen schon ganz klar weiß, was sie möchte. Nämlich Zeit mit ihrer Mama verbringen. Aber gerade jetzt hat die Mama etwas ganz anderes im Kopf. Denn die ersten der 25 Öderaner Testesser treffen ein. Hallo. Hallo. Das und? Und auch der Bürgermeister will sehen, wie sich das Hirschteam schlägt. Bürgermeister, ich fand das ein bisschen scheinheilig. Er kommt das ganze Jahr nicht. Und wenn sowas ist, dann sitzt er natürlich da. Und das hat mich ein bisschen geärgert.